Den Heim. Okay, ich bin ein ziemliches Arschloch eben zu dir gewesen dazu. Dafür sage ich mal kurz Entschuldigung. Aber ich kann mich schon mal damit fortbewegen. Schau mal. Creeper. Das ist ein Gegner! Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Together Minecraft in der Minecraft 1.7 Version. Tim und ich, wir sind hier gerade und ich habe wieder die Orientierung ein wenig verloren. Wir wollten nochmal zum Spawn. Da, wir haben auch gerade kurz nochmal so ganz kurz mit den anderen gesprochen. Und es scheint auch so zu sein, als ob auch andere Teams momentan ein bisschen draußen rumlaufen. Was ja mal definitiv ein bisschen Würze reinbringen würde. Würze, Kürze, Action. Würze, Kürze. Also irgendwie stellt sich meine Sound immer wieder um. Mein Pferd stirbt immer weiter. Oh Gott. Was ist los? Gott. Ich habe noch ein halbes Herz. Echt? Was? Ach, dein Pferd. Meins hat noch 4,5 Herzen. Kann sein, dass die Pferde sich irgendwann nicht mehr regenerieren, weil sie keinen Bock mehr haben oder so? Kein Bock mehr? Ah ja, die haben keinen Bock mehr auf Regeneration. Nein, Dominik, ich bin jetzt verbraucht. Ja, mein Pferd hat jetzt nur noch 4 Herzen. Also, hier ist ein neues Pferd. Ich hole mir das hier. Das ist eh viel cooler. Viel hübscher. Tschüss, altes Pferd, dich brauche ich nicht. Da ist ein neues. Guck mal, es hat weiße Pfötchen. Ist das nicht toll? Süß. Wie kann ich mich da jetzt draufsetzen? So, ne? Einfach rechtsklick. Rechtsklick. Also jetzt nimmt es mich ja nicht mal an, ne? Wie mache ich denn, dass es mich annimmt? Kannst du es mit irgendwas füttern? Aber guck mal, hier sind doch auch noch coole Pferde. Da ist auch noch mal eins mit weißen Pfötchen. Okay, warte. Das sind sogar richtig viele. Okay, ja. Weil, ja, gut. Ich kann meins ja jetzt echt nicht... Bist du da gerade oben, ja, ne? Ja, okay. Ich halte mal ein bisschen Ausschau. Gut, also mein Schwert geht auch langsam kaputt, das macht mir gerade fast schon ein wenig Sorgen. Ich habe mir noch eins gemacht, du kannst mir noch ein halb kaputt haben. Ah, okay, ich glaube, es wirft mich aber, glaube ich, gleich ab, oder? Ja, hat mich abgeworfen. Aber es nimmt nicht schon mal an und es hat mehr Herzen als das alte, ne? Bitte was? Das hat oben nochmal 3 Herzen mehr, das Pferd. Echt jetzt? Ja, ja, das hat nochmal so eine extra Herzensleiste. Was? Lebensleiste, ja. Wirklich. Ups, jetzt habe ich das geschlagen. Jetzt wird es mich bestimmt nicht mehr, oder? Nein, komm zurück, Pferd. Ich will dich. Du hast mehr Herzen als mein altes. Oh, das ist ja mal ultra uncool. Das ist richtig cool, dass es mehr Herzen hat. Liebe mich. Liebe mich. Bitte. So reagiere ich immer jeden Morgen zu meinem Kissen. Was? Lass mich nicht alleine. Wie ist denn das hier? Ey, das hier hat ja noch mehr das Braune. Ich nehme lieber das Braune. Warum sagt sowas niemand, dass die unterschiedlich viele Herzen haben? Weiß ich nicht. Jetzt wissen wir es. Komm, nimm mich an. Also das, nee. Finde ich nicht in Ordnung. Komm schon. Nimm mich. Nimm mich. Das will mich echt nicht, ne? Das macht keine Herzen. Ich kann nicht auf das Inventar davon zugreifen. Naja, du bist ja auch nicht, du gehst da ja auch nicht gerade subtil vor. Wie sollte ich denn vorgehen? Ja, also erstmal zum Essen einladen. Oh Gott! Nein! Ich glaube, mein Pferd schwimmt gerade weg. Oder ins Pferdekino. Ich habe noch 2 Herzen. Ich muss mir auch gleich ein neues suchen. Oh, das scheiß Skelett schießt immer auf mein Pferd, deshalb will mich das gar nicht. Doofes Skelett. Ah, das Skelett schießt auf das Pferd, deshalb stirbt es. Okay. Stirb du. Oh, ich hasse das Skelett im Wasser, das ist echt. Ich glaube, ich sterbe gleich. Das ist echt der Hammer. Skelette im Wasser sind ziemlich scheiße. Wo bist du denn gerade? Ja. Ich habe dich gerade total verloren. Ich gehe hier noch ein paar Kühe. Ich springe immer noch hier oben rum und versuche, mein Pferd nicht sterben zu lassen. Okay, dann tu das. Also deins hatte ich schon angenommen, dein neues, oder? Nee, ich habe noch kein neues. Soll ich ein neues holen? Würde ich an deiner Stelle machen. Mich nimmt gleich dieser Maulesel hier an. Ja, passend zu dir. Ah ja, natürlich. Ich glaube, das Maulesel nimmt jeden einfach so an, oder? Ja, das Maulesel nimmt jeden einfach so an, lol. Und wie viel Herzen hat es? Hüam! Wenig. Aber okay. Ich kann mich schon mal damit fortbewegen. Schau mal. Creeper. Das ist ein Gegner! Schwimm weg! Schwimm weg! Tim! What the fuck? Rede doch! Ich kann nicht. Wie, du kannst nicht? Ich muss was essen, komm ins Wasser! Schwimm weg! Tim, schwimm weg! Ja, ich weiß nicht, in welche Richtung... Oh Gott, warum redest du nicht mit mir? Tu ich doch. Geh aufs Land und spring aufs Land und dann komm hier schnell ins Wasser zu mir in meine Richtung, bitte. Scheiße, Mann.
Benutz deinen Bogen. Hast du den in der Inventarleiste? Benutz ihn nicht. Ja. Komm zu mir. Komm zu mir. Renn doch! Ich. Mann! Renn, du Idiot! Ich kann nicht rennen! Renn, du Idiot! Warum kannst du denn nicht rennen? Ich weiß es nicht. Ist verbuggt. Tu ich doch nicht. Idiot! Hab ich nicht. Du bist ein scheiß Idiot! Nein! Doch! Nein! Du kannst rennen! Ich werde jetzt einen von denen killen. Ich hab den einen verdammt oft mit dem Bogen getroffen. Der sollte eigentlich gleich down sein. Wenn ich den einen kille, haben wir das Leben zurück. Wenn er mir irgendwas will, renne ich weg. Okay? Okay, probier's. Scheiße, Mann. Ich muss die killen. Mir bleibt keine Wahl. Ich muss dich rächen. Wir brauchen das Leben. Ja, brauchen wir. Mann, wie du konntest nicht rennen? Wie inkompetent bist du? Das hat ständig so rennen und nicht rennen. Ja, dann musst du kurz aufhören. Mein Gott, was ist mit deinem scheiß Mac los? Spiel halt nicht auf dem Mac. Das hat nichts damit zu tun. Doch, ich konnte die ganze Zeit auch doch rennen. Das liegt alles am Mac. Nein, tut's nicht. Doch. Das ist Schwachsinn. Scheiße. Ich darf nicht draufgehen, ne? Ich sollte abhauen. Okay, ich hau ab. Okay. Renn halt. Okay, ich muss, das Problem ist, ich steck hier echt in der Zwickmühle. Scheiße, ich hätte noch abhauen sollen, als sie mir die Chance gegeben lassen. Ich weiß nicht, ich könnte locker einen von denen killen. Die haben ja nicht so viel Skill, ne? Die sind zu zweit auf dich losgegangen. Jetzt gehen die wieder weg. Jetzt gehen die wieder weg. Ich weiß nicht. Mann, mein Husten. Ich bin echt ziemlich schlimm erkältet. Ich sammle hier mal deine Sachen auf, okay? Liegen hier noch ziemlich viele rum. Bloß mein Inventar ist auch schon ziemlich voll. Das ist natürlich uncool. So, ich sehe sie nicht mehr. Ich weiß nicht, soll ich versuchen, ihre Basis zu finden? Soll ich denen so undercover-mäßig hinterherrennen? Die sind gerade am Spawn. Rüste dich mal aus. Rüste dich bitte aus und komm Richtung Spawn. Geh an eine versteckte Kiste und rüste dich bitte aus, ja? Tust du das, mein Schnucki? Ja, okay. Tu ich. Okay. Okay, jetzt kommen sie wieder in meine Richtung, verdammt. Ich renn ein bisschen weg. Ich renn weg. Ich muss jetzt wegrennen, weil die kommen wieder in meine Richtung, verdammt. Da hinten steht mein Pferd am Land. Oder es ist eines unserer gezähmten Pferde. Scheiße, ich brauche ein Pferd. Verdammt, ich muss wegrennen. Scheiße, Mann. Scheiße. Wie failig ist das denn? Nein, das ist nicht das gezähmte Pferd. Verdammt, das ist nicht das gezähmte Pferd. Wenn die jetzt ein Pferd zähmen oder mein gezähmtes Pferd finden, bin ich im Arsch. Dann können die mich verdammt leicht einholen. Dann bin ich tot, Tim. Dann bin ich fertig. Wo kamen die denn jetzt her? Die kamen vom Spawn und du... Warum hast du nicht mit mir geredet? Ich hasse die ganze Zeit. Nein, du hast nicht geredet. Du hast nichts gesagt. Du warst einfach still. Als ich gesagt habe, oh mein Gott, dann kommen die, da meintest du so, was ist los? Ja, was soll ich das sagen? Ja, egal. Okay. Wir haben ein Leben verloren. Mit ein bisschen Glück kill ich sogar einen von denen. Ich weiß es nicht. Die verfolgen mich. Die sind da hinten. Die haben mich gleich aus den Augen verloren. Das zahlen wir denen heim. Okay, ich bin ein ziemliches Arschloch eben zu dir gewesen dazu. Dafür sage ich mal kurz Entschuldigung. Es hat bei dir rumgebackt, kann ich verstehen. Das nervt. Diesen Bug kenne ich. Aber eigentlich, wenn der bei mir auftritt, drücke ich halt mal 3 Sekunden nicht lang aufrennen. Und dann ist es wieder weg, weißt du? Ja gut, wenn halt ein Dominik in deinem Nacken schreit, der gerade sagt, renn schreit. Ja. Und hinter dir ist ein Gegner, dann rennst du. Ja, und du sagst, halt. es geht nicht. Dann sag doch, dass es rumbuggt. Okay, das hast du gemacht. Ja, ist gut. Das ist die zivilende Minecraft-Erfahrung. Okay. Gut, jetzt werden mich wieder ziemlich viele Leute hassen. Aber die haben mich gleich komplett aus den Augen verloren. Und das mit den Pferden ist extrem. Okay, hier ist gerade. Ich bin wieder an dieser Stelle, wo wir uns so erschrocken haben, weil wir reingebackt sind. Okay. Also ich sehe sie nicht mehr. Ich hoffe auch, dass die mich nicht mehr sehen. Und wir müssen. Also hast du dich ausgerüstet mit einer neuen Rüstung oder noch nicht? Ja. Hast du schon? Okay, weil ich habe noch Rüstung. Die lege ich dann in die Kiste. Die versteckte. Wenn ich gleich zu dir komme und die mich hoffentlich nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass die jetzt nicht so schlau sind und irgendwie den Weg in die Mitte, durch die Mitte nehmen und dann hoffen, dass die mich nochmal sehen. Oh Mann, ist das scheiße gelaufen. Das ist richtig scheiße gelaufen. Warum hast du nicht den Bogen benutzt? Ich hab den Bogen benutzt. Okay, hast du ihn nicht getroffen? Ich hab Sparrick 3-mal abgeschossen. Okay. Ja, scheiße, weil ich bin auch noch oft auf Sparrick. Ich hätte den vielleicht sogar tatsächlich killen können. Verdammt. Okay, dann. Ich hoffe, dass ich die Basis finde, dann versteck dich mal in der Basis, ich komme zu dir. Hast du dich jetzt komplett mit allem drum und dran ausgerüstet? Ja, bis auf den Bogen halt. Bis auf den Bogen, okay. Kannst du dir einen Bogen machen? Nicht ohne rauszugehen. Nicht ohne rauszugehen, okay.
Verstehe. Dann bleib du einfach noch drinnen, weil ich weiß echt nicht, ob die mich gerade verfolgen. Oder geh raus, wenn du jetzt komplett ausgerüstet bist, geh raus. Geh doch besser mal raus. Und dann, okay. Ja gut, jetzt haben wir echt keine Pferde. Ach, das ist scheiße. Wir waren total abgelenkt durch diese Pferde und du konntest halt nicht rennen. Ich hätte den einen von denen echt noch killen sollen. Das hätte vielleicht sogar noch geklappt. Scheiße, Mann. Das zahlen wir denen wieder ein. Das nächste Mal sehen wir die zuerst, bevor die uns sehen. Ja. Jetzt war ich so abgelenkt, verdammt. Die waren natürlich auch oben auf dem Berg. Das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Du bist einfach ziemlich schlecht abgehauen. Du bist hastig im Kreis gerät. Du hättest einfach sofort in das Wasser springen müssen und einfach geradeaus in meine Richtung. Und dann wären wir sofort schnell abgehauen und oder hätten uns eine bessere Position geholt. Also wo genau bist du denn jetzt? Weiß ich nicht. Ich bin ziemlich am Rand. Und ich bin immer noch in dieser Clay-Wüste irgendwo. Aber in einer anderen als da, wo wir vorher waren. Da stehen jetzt natürlich auch nirgendwo Pferde oder so rum. Oder sowas in der Art rum. Das heißt, ich komme jetzt gleich zu dir. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange die Folge noch geht, aber so lange wahrscheinlich nicht mehr. Und dann nächste Folge schlagen wir zurück, Mann. Dann gehen wir zu denen hin und kloppen denen mal aufs Maul und holen uns unser Leben zurück. Aber wirklich? Und vor allem das. Wir haben ja 3 Folgen Zeit. Wir haben 3 Folgen Zeit, um uns das Leben zurückzuholen. Und das werden wir auch definitiv machen. Aber hallo. Ja, müssen wir. Das werden wir sowas von machen, uns das Leben zurückholen. Mein lieber alter Schwede hier, Herr Schwede. Und das Leben holen wir uns zurück. Das ihn noch 2 zurück. Wegziehen. Ne? Und den ziehen wir noch 2 weg, genau. Wir holen uns das Leben von dir zurück und ziehen den noch 2 ab. Und das werden die uns dann nicht mehr zurückholen. Wer hat dich denn jetzt gekillt? Sparrick, okay. Ich weiß nicht, ich hätte Sparrick wahrscheinlich echt noch killen können. Mann, so eine Scheiße. So eine Scheiße. Das nächste Mal gehe ich einfach drauf. Das Problem ist halt, ich hatte auch wirklich... Man verliert hier so scheiße schnell das Essen. Ja. Das ist die Katastrophe, weil ich hatte schon Leben verloren und auch nicht genug Essen. Dann dachte ich, schnell ins Wasser, weil das war bei dir genauso, oder? Wie meinst du's? Dass du es? Essen? Ja, dass du nicht mehr volles Essen hattest und auch ein bisschen Leben verloren hast. Deshalb dachte ich, schnell ins Wasser, weil dort hätten wir noch kurz was essen können, damit wir uns dann im Wasser regenerieren, während die uns nicht mehr so schnell schlagen können. Ja, genau. So, ich bin jetzt an irgendeinem Fichten-Birkenwald. Ich hoffe, die sehen uns jetzt nicht. Dann muss ich mal gerade schauen. Ja, genau, hier ist wieder die Kuppel. Also ich hoffe, die haben mich jetzt verloren. Ich hoffe es einfach. Also, die haben mich bestimmt verloren. Ich habe auch den Großteil deiner Sachen aufgesammelt, glücklicherweise. Ich bin gerade in diesem Wald, wo wir dann die Schafe gesucht haben. Also ich bin bald bei der Basis, glaube ich. Hoffe ich. Ja, ich stehe hier vor der Basis rum. Okay. Also nicht vor der Basis, sondern bei der Basis einfach so rum und passt ein bisschen auf, okay. Du sneakst dich aber, oder? So, dass du die zuerst siehst. Okay, sehr schön. Ich sneak im Kreis rum. So, jetzt bin ich wieder da, wo ich dachte, ich habe mein Pferd verloren. Und Essen haben wir echt nicht viel. Das ist die Höhe, wie viel Essen verloren geht. Boah, so ein Scheiß. So ein Scheiß. Nächste Folge gehen wir sofort zum Spawn. Wir sind ja gut ausgerüstet und machen die platt. Wir machen die platt. Die waren auch nicht besser ausgerüstet, ne? Die waren nicht besser. Es scheint wirklich keine Dias zu geben. Ja. Das Problem war halt, dass du dich von mir entfernt hast. Oder ich mich von dir. Wie gesagt, ich dachte, mein erster Gedanke war sofort schnell ins Wasser. Ja, irgendwie, da kam ein bisschen Wasser und dann nochmal ein Berg. Und dann dachte ich, ich wäre einmal im Kreis. Dann habe ich mich gedreht und dann war das Barrick. Dann habe ich ihn auch drauf geschossen, hat sich ein bisschen weggeschleudert. Dann habe ich mich wieder gedreht und hing dann da auf dem Berg fest und kam nicht hoch. Mhm. Das ist natürlich ziemlich scheiße. So, ich hoffe, dass ich gleich zu dir finde. Boah, diese Schafe hier. Mein Gott. Also es kann echt noch ein bisschen dauern. Das tut mir jetzt fast schon ein bisschen leid, dass du da jetzt so warten musst. Aber wir müssen uns natürlich wieder treffen. Nee, das weiß nicht. Das mit dem Bug ist echt ziemlich scheiße. Ich kenne den Bug. Das ist die größte Kacke überhaupt. Dieser blöde Sprint-Bug. Ja, das ist genauso wie dieser Lightning-Bug. LOL, ich hab hier die Basis von denen gefunden, wo sie meinten, die haben schon eine gebaut, als wir gesagt haben, wir machen es doch mit unterirdischen Basen. Die ist ja auf einem Berg. Ich habe sie gefunden. Okay. Das könnte also sogar sein, dass sie hier irgendwo in der Nähe sind. Jetzt bin ich bei einem Sumpfgebiet. War bei uns irgendwo Sumpf in der Nähe? Nee. Gar wir waren nicht. Nur Wüste, glaube ich, im Wald. Okay. Ich bin gerade, glaube ich, sogar da. Nee, bei uns war so... Ach, ich hoffe, ich finde diese Gegend. Kann mich daran erinnern. Scheiße, ich habe fast wieder kein Essen. Verdammte Kacke. Oh Mann, das mit dem Essen ist echt die Höhe. Ich hoffe, die finden mich nicht gleich wieder. Ich streue hier wieder einfach so rum. Schnell hier durch. Das Schwein killen.
Ich muss gerade ein Schwein killen. Ich brauche ein bisschen was zum Essen. Verdammter Mist. Ich hoffe, die anderen kommen jetzt nicht auch noch raus und sehen dann noch mich. Und dann verliere ich noch ein Leben, wenn ich gegen zwei kämpfen muss. Das wäre der größte Mist überhaupt. Und ich hoffe gerade, dass die mich jetzt hier nicht sehen. Weil dann geh doch lieber, dann geh doch lieber rein und sneak dich. Dann geh doch echt lieber rein. Okay. Mein Gott, wo bin ich denn hier? Hier war ich noch nie. Ich hab mich gerade tot. Wie sind denn deine Koordinaten? Sollen wir die zu preisgeben? Ich weiß es nicht. Nein, die kann ich dir jetzt in der Pause sagen, oder? Die kannst du mir in der Pause sagen, genau. Dann beenden wir hier an dieser Stelle die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Entschuldigt meinen kleinen Ausraster. Und wenn euch das wenigstens ein bisschen Action gefallen hat und ihr auch der Meinung seid, wir sollen uns unser Leben auf jeden Fall zurückkämpfen und wieder rausgehen, gebt doch einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann eben nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.